Hallo Freunde und willkommen zurück zu Code Vein, wo wir in der letzten Folge den Schmetterling des Deliriums da oben platt gemacht haben. Beziehungsweise sind wir mal ehrlich, Yakumo hat eigentlich geregelt. Apropos, ich kann ihn mal wieder zurückschicken. Denn... ja. Er macht's schon recht einfach, weil er tankt, er teilt Schaden aus. Ja, außerdem haben wir hier einen von Louis Überresten gefunden. Und erfahren, dass Louis scheinbar sehr eng mit Cruz zusammenhängt, die die Rote Königin ist. Und ja. Diese Rote Königin ist ja scheinbar diejenige, die verantwortlich ist für unser Unleben, sozusagen. Für das Unleben aller. Ich muss sagen, die Kisten haben hier einen sehr merkwürdigen Sound. Hier irgendwo an der Kante? Ja, natürlich. An euch erinnere ich mich nicht so gerade. Passt doch mal Feuer. Ich bin sehr froh über unser Fernkampfbild. Die Typen waren nämlich relativ nervig, wenn sie einen hauen. Weil sie einfach super viel Schaden raushauen, wenn ich das richtig im Kopf habe. So, hier ist einer irgendwo, oder? Ah, ja, da oben. Hey, ich sehe dich. Gerade nicht, wie ich da. Ich war gefühlt direkt wieder vor ihm. Fand ich jetzt nicht so prickelnd. So, stirb einfach. Und ich muss sagen, der hat jetzt doch weniger Schaden, als ich im Kopf habe. Ich hatte gedacht, dass die richtig viel Schaden raushauen. Anti-langsam. Na gut. Hi. Oh. Nope. Ach, der Flug. Hast du nochmal eine Bartaxt? Hatten wir nicht eigentlich auch nochmal? Ne, scheinbar nicht. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass wir nochmal so einen Einleiter bekommen haben. Beziehungsweise nicht einen Einleiter, sondern die das Ding, was die Anzahl der Nutzungen erhöht. Mal schön umgucken, auch zwischendurch mal ein bisschen auf die Klippen gucken, auf die Kanten, ob da irgendwo Gegner hängen. Hier konnten wir uns runterfallen lassen, das weiß ich noch. Also da vorne, um auf das Ding zu kommen. Richtig anlocken. Wer nicht wagt. Nicht nett. Dann haben wir den nämlich schon mal kaputt. Kriegen noch ein Königineisen, das ist sehr nett. Wo kamen wir da nochmal runter? Ja. Drecksmove, Kumpel. Richtiger Drecksmove. Schön. Baulige Mistel. Verläutert. Das ist auch sehr gut. Und jetzt können wir nämlich hier lang gehen. Und das führt uns zu dem Typen, den wir gerade abgeschossen haben. Einfach damit wir wieder zurückkommen. Das ist vom Prinzip her nur ein kleiner Seitenweg. Aber einer. Bisschen was an. Genau. Man. Ein bisschen was an den Weg. Ne?
froh, dass nicht beide einfach auf uns drauf gekommen, drauf gegangen sind. Ach, du hast auch ein Gewehr. Okay. Dann ist das ja nicht so dramatisch. Schade, ich wollte ihn eigentlich nochmal wegstemmen. Okay, da oben läuft noch ein roter rum. Also es gibt scheinbar noch einen Dunkelsucherüberrest. Mal eben die Karte angucken. Okay, ich muss mal eben ein kurzes Stück zurücklaufen. Achso, okay, nee, das ist dann. Da müssen wir dann von der anderen Seite ran. Na gut, na gut. Hey, komm mal her. Ich hätte gerne ein bisschen von der Kante weg, aber. Das Spiel sagt nein, also. Müssen wir jetzt auch kapieren. Letztens sammeln wir Eco en masse. Das könnte der Weg sein, den ich gehen will. Dass das hier der Weg zurück ist. Der hat eine dicke Axt auf dem Rücken. Ach, und da hinten schießt einer auf uns. Hey. Hey. Danke. Was? Stirb. Aua. Okay, der hat uns richtig gut wehgetan. Das gefällt mir nicht. Aber das ist auch nicht der Weg, den ich gesucht habe. Ah, hier ist der Weg, den ich gesucht habe. So. Und das nämlich noch absuchen. Und haben gleichzeitig den, und dann gleichzeitig auch auf dem Weg zurück. Oh. Oh, hier wird nicht weggesprungen. Ich muss leider sterben. Das ist wesentlich weniger Schaden, als ich erhofft hatte. Nein. Nee. Lass mich. Und deinen Arsch. Hallo? Danke. Nein, bitte. Ich habe auch widerspenstig. Froh, dass er seine Axt nicht wesentlich häufiger verwendet hat. Ich glaube, das hätte böse enden können. Das mal, was wir eben gesehen hatten. Da unten geht noch ein Pfad lang. Ja, läuft. Hey, fang. Das gefällt ihm ja gar nicht. So. Ausgetrickst. Und dann kommen wir wieder hier hin.
Na gut, aber wir müssen auf jeden Fall mal zurück, weil ich möchte nicht sterben. Nach Möglichkeiten. Aber der Schütze war halt echt ätzend. So. Wie sieht's denn mit Talenten aus? So, das können wir noch nicht beherrschen. Aber wir sind ja gerade dabei, das zu beherrschen, weil wir haben ja Prometheus ausgerüstet. Demnach ist das nicht so dramatisch. Gab es noch irgendwelche anderen interessanten Talente? Ich meine nicht. Das haben wir. Das bringt uns eh nichts mit unserer Waffe. Ja gut, passiv Leben erhöhen ist jetzt auch nicht verkehrt. Ausdauer erhöhen. Blutschuss, feuriges Gebrüll. Uns fehlen ganz viele Erwecker, das ist nervig. Gut, wir sind irgendwie ziemlich selten fokussiert, leider. Satz, Gleichgewicht, eiserner Wille. Nichts Passives, was interessant ist. Na gut. Hier hätten wir. Zeigt Radar an. Flammenspitze. Na, wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar von den Überresten. Das wäre nicht verkehrt. Zwei Level immerhin. Jetzt will ich aber gerade mal gucken. Wir bräuchten dafür Willenskraft B. Willenskraft B ist natürlich schon einiges. Mal gucken. Das hat C+. Haben wir überhaupt irgendeinen, der B hat auf Willenskraft? Ja, GHX Sturm. Zugangriff durchbohren. Ist der gleiche. Ist die Frage, wollen wir auf Willenskraft gehen? Eigentlich. Ich weiß nicht, ich benutze relativ viel von unseren Dingens. Ich benutze relativ häufig unseren Durchbohrenangriff, beziehungsweise generell die Entzugsangriffe. Die meine ich aber alle auf dem basieren. Der skaliert halt besser. Das Problem ist Geschick nur noch auf E und das Bajonett skaliert halt auf. Skaliert mehr auf. Liegt genauso auf Willenskraft. Krass. Okay. Dann sind wir leider nicht mehr rot. Aber das ist genau der gleiche. Das ist halt der Vorteil und das ist meiner Meinung nach das Wichtige für mich. Weil dieser Angriff halt einfach so gut ist. Das war peinlich. Gebe zu, ich habe den Typen einfach vergessen. Ich mag diesen Dash von unserer Waffe. So, versuchen wir das Ganze doch nochmal. Stellen wir uns jetzt vielleicht nicht ganz so doof an. Oh, ich bin hinter dir.
wissen wir, dass da hinten einer dranhängt. Ich hatte gehofft, dass der runterfällt. Ja, Backstab-Fishing ist halt immer noch die effektivste Methode des Kampfes. Tarnfarbe. Ich glaube, damit können uns Gegner dann nicht so leicht sehen. Kann man uns leichter an Gegner ranschleichen. Okay, das war übertrieben weit aufgeholt. Anerkannte, das war nicht nett Spiel. Dieser Radius von denen, nennen wir es suboptimal. Okay. Ja, wir müssen zumindest nicht mehr darunter. Das hier entsprechend den Schlag nicht mehr. Ich könnte mich wahrscheinlich auch an wahrscheinlich den Typen hier auch ignorieren, aber. Sicher, ich hätte auch den anderen wahrscheinlich ignorieren können, aber man will ja kein Risiko eingehen. Den macht auch richtig gut Schaden. Sehr gut. Den haben wir gekriegt. Der Vorteil ist halt, dass das einfach super viel Eco wieder auflädt. Und bei der Rate, wie ich das Zeug verbrauche, ist das echt nicht verkehrt. So, dann gehen wir jetzt erstmal hier lang. Hallo, Antwort. Hast du mich getroffen? Das finde ich frech. Ihr seid ein paar mehr. Chemisches Licht. Ich weiß nicht, was ich haben muss, aber. Hm. Holy shit. Er hat viel zu schnell gemacht. Können wir das Ganze bitte abkürzen? Nicht nichts. Das ist nicht nett. Okay, neues Eco-Konzentrat für uns. Sehr schön. Wenn der sich so Zeit lassen möchte, gerne. Da habe ich gar kein Problem mit, Kumpel. Wir haben da scheinbar aber noch ein Item liegen lassen. Gut. Noch Nico-Konzentrat, okay. Ja, die Erwecker wären sind ganz nett, wenn wir die da mehr von kriegen. So, ich jetzt noch weiter. Was bist du da? Ach, du bist so ein Mistviech. Ich erinnere mich. Ja, die werden immer mal wieder auftauchen. Sind komplett stationär, sind vom Prinzip her, könnte man sie Turrets nennen. Aber. Hey. Was? Na gut. Schade aber auch. Ja, diese Turrets sind unglaublich nervig, weil sie meistens so stehen, dass man sie nicht unbedingt im Nahkampf erreichen kann.
Oder man muss halt, wie jetzt gerade, an einem Gegner vorbeirennen, um zu dem zu kommen. Nicht nett. Gar nicht nett. Dann gehen wir das Ganze halt nochmal an. Ist echt doof, dass der Typ nicht runterfallen will. Au. What the f... Fuck. Stirb einfach. Na, das ist halt, irgendwie... Das Backstab-Fishing natürlich birgt seine eigenen Risiken. Aber es klappt doch ganz gut. So, die Frage ist, weil beim letzten Mal kam der Typ hier hinten mit. Ich dich aber jetzt zuerst wegsnacke. Dürftest du mir ja eigentlich keine Probleme machen, oder? Ich weiß nicht, was du gemacht hast, aber irgendwie war das nicht so effektiv. Wollte da durchdashen. Na dann, machen wir es mal so. Nehmen wir mal lieber keine Risiken ein. Wir sind ja nicht umsonst eigentlich hier auf Fernkampf geskillt. Und das Problem ist, dass uns jetzt wieder Ikor fehlt. Massig Ikor. Guten Talente natürlich teuer sind. Hey. Okay. So, zumindest können wir uns nicht darüber beschweren, dass uns Materialien fehlen. Weniger schießen, zumindest gegen die Willow Dudes hier. Wollte eigentlich den anderen treffen, aber gut. Nehme ich auch. Au. Hey. Komm. Ist das dein Scheiß Ernst? Lustsplitter, das ist nett. Komme ich an den ran? Das wäre natürlich einfach. Yes. Dann wissen wir, dass hier vorne noch einer um die Ecke ist. Gucken, ob wir den treffen. Perfekt. Hier ein bisschen Ausdauer regenerieren. Da der Typ sich so schön Zeit lässt. Jetzt kommt hier der Schütze hochgeklettert. Autsch. Okay. Merke, der Cooldown ist zu hart. So, stirb. Das Problem ist, dass wir echt nicht mehr viel Leben haben. Also, was heißt echt nicht mehr viel Leben? Wir haben noch ungefähr 2/3 unseres Lebens, aber
Das Problem ist halt eher, dass wir keine Heilung mehr haben. Und der Typ hier macht es mir einfach. Er versucht es ja noch nicht mal. Ich muss sagen, ich habe gerade einen kurzen Moment befürchtet, dass das zu kurz war. Ich würde jetzt gerne den Dude hier hinten anlocken. Ich bin überrascht, dass ich getroffen habe, ehrlich gesagt. So, ich habe mir das Ganze schön aufgespart. Ja, man kann gegen die, glaube ich, auch keine Backsteps oder sonstiges angehen. Ich glaube, das gibt es bei denen einfach nicht. Ich habe auch wohl eins, das gäbe. So, scheinbar gibt es da oben noch ein Item. Ich habe halt keine Ahnung mehr, wo ich lang muss. Also ich erinnere mich auch ehrlich gesagt nicht mehr an wirklich viel. Ich habe das Spiel zwar schon mal ein gutes Stück weiter gespielt, aber das ist halt auch ewig her. Und wie gesagt, ich war nicht durch. Das Anfangsgebiet kenne ich halt aus dem Grund noch. Weil wir das, beziehungsweise meine Freundin das vor... Ja, es war natürlich ein Treffer in Brücken. Vor nicht so allzu langer Zeit nochmal gespielt hat. Hier nicht irgendwo noch mal eine Mistel? Ja, so eine Mistel wäre echt nicht verkehrt. Gerade bei der geringen Breite dieses Weges möchte ich gerade kurz kein Risiko eingehen. Okay. Hier sind mehr von euch. Das. Hey. Yes. Danke. Die Rückgabe. Ronald hat nämlich das Material. Das ist nett. Da ist auch noch ein Schütze. Natürlich. Nicht mehr. Und Backstep. Ich war jetzt überhaupt zusammen mit fast das Maximale an Eco aus dem Typen rausgequetscht. Natürlich. Ich glaube, das gerade ein Backstep war. Ich bin mir zumindest sicher, dass wir seitlich von ihm standen. Also gut. Ein Verlustsplitter. So. Ich kann jetzt nur hoffen, dass wir nicht sterben. Gleich irgendwo eine Mistel ist. Dann lässt er mir nichts liegen. Was ist ein Drecksack. Warum haben mich hier jetzt schon wieder zwei Wege? Das Gefühl. Du bist keine Mistel.
Feuer bei. Breitschwert. Okay, das ist wieder so ein Weg nach unten. Ich hab doch... Na, da hinten ist eine faulige Mistel, aber... Warum gibt es denn hier keine richtige Mistel? Ihr wollt mich da verarschen. Okay, du bist... Na gut, das sind Eisen im Rahmen der Kisten, die kriegen wir nicht kaputt. Das Problem ist, ein Gegner muss uns nur einmal anhusten und wir kippen um. Wäre halt jetzt nicht cool, wenn hier direkt unter uns ein Gegner ist. Ist noch so ein dicker Dude, der eine Kiste bewacht. Okay, zwei dicke Dudes. Das merken wir uns mal für später. Der hat eine faulige Mistel. Also er wurde von einer fauligen Mistel verdorben. Toll. Okay. Mal gucken, dass hier das jetzt schön Schaden macht. Dankeschön. Also den noch fressen und sterben. Talent Flammenwaffe gemeistert, sehr gut. Ja, habe ich gedacht, dass das... Aber es war scheinbar nur ein wild geworden, also ein verlorener. Yes, genau, was ich haben wollte. Ich will ja nicht sagen, dass wir das hier mit 7 HP durchgezogen haben, aber... Wir haben das mit 7 HP durchgezogen. Hey, 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 hey. Okay. Würde ich sagen, das passt doch auch ganz gut. Das ist ein schöner Abschluss. In der nächsten Folge gehen wir hier mal hoch. Gucken mal, was wir da oben noch alles kriegen. Da werden noch ein, zwei Items wahrscheinlich sein. Und dann werden wir mal gucken, was sich in dieser mysteriösen Kiste versteckt. Bis dahin, bis dann. Ciao, Freunde.